Also ich weiß echt nicht, woran das liegt, dass das Boot sich so komisch verhält. Muss ich rechts auch zwei Schränke hinstellen? Damit die Symmetrie da hinhaut, oder was? Vom Gewicht her? Hallo, ich will da reinfahren. So ist das ja auch keine Zumutung eigentlich. Hallo. Wir sind gleich an der Wand dran, ey. Oh, ich lenke schon voll rüber. Also ihr seht das ja auch. Wir könnten eigentlich voll gerade rüber. Das ist ja auch geil mit dem Aufweg da. Haben wir sowas hier auch? Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Also vor allem, ihr seht das selber, wie ich das halte, wie wir eigentlich fahren müssten. Ich weiß auch nicht, ob das hier unter... Nee, das kann doch nicht daran liegen, oder? Weil ich komme ja nicht mal in die Mitte, wo es tiefer wäre. Ganz merkwürdig. Würde ich hier hochkommen? Ich würde sagen, mit dem Schiff, irgendwas haut da nicht mehr hin. Muss ich mal schauen, ob das im Single auch ist? Also auf der normalen Map, ob das jetzt vom Mod kommt oder... Leider muss ich das immer so ausschlussverfahrenmäßig machen. Muss ich gucken im Single-Spiel, ob da irgendwie das auch wäre. Und dann kann ich immer davon ausgehen, woher das kommt. Also dann ist die Vermutung natürlich näher. Kann natürlich trotzdem immer noch irgendwas anderes sein als jetzt die Mod Valhalla. Kann auch ein anderer Mod sein, kann auch... immer noch der Server sein, natürlich. Aber einfacher ist es, wenn es eben halt auch im... auf der normalen Map ist. Jetzt hängen wir fest wieder. Ja, okay, wir bleiben hier jetzt erstmal stehen. Ich hoffe, wir kriegen das Schiff nochmal los. Ich weiß... vielleicht können wir auch so schlecht fahren wegen dem Gewicht. Ich weiß es nicht. Naja, wir bauen uns jetzt erstmal ein paar Holzfoundations. Also, so gut wie geht. Haben wir keine Fasern gesammelt, großartig? Nee, ne? Nee. Und ich glaube, davon brauchen wir eigentlich einige. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, herrlich. Ja, baust mal Foundations, genau. Vielleicht... okay, das ist auch noch ein Leck. Nee, doch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich jetzt so eine Sichel schon oder nicht? Oder doch? Ich weiß nicht, herstellen könnten wir sie, aber wir bräuchten dafür, glaube ich, wieder Eisen. Dann sollten wir... haben wir gerade nicht. Ja, die Frage ist jetzt, rüberfliegen, holen. Was machen wir? Vor allem, wir schauen erstmal, wie wir sie herstellen müssten. An der Bank, glaube ich, ne? Ich glaube nicht, dass wir die so herstellen konnten. Waffenrüstung, verschiedenes... ich glaube, unter Waffen... entfernt, Nahkampf... nein. Alles. Boah, wir haben die auch schon lange nicht mehr hergestellt. Das ist das. Oder es war nachher routinemäßig drinne. Ich glaube, das ist wohl eher der Punkt. Ja, okay, wir können einmal kurz... wir müssen uns einmal rüberfliegen. Da haben wir ja die anderen Schränke. Weil das hat jetzt natürlich keinen Sinn. Sonst sammeln wir uns gleich wieder einen ab. Und... muss nicht sein. Okay, Apex, komm mal her hier. Das Fliegen funktioniert hoffentlich noch vernünftig. Ne, ich bin froh, dass das Spiel momentan überhaupt funktioniert. Ganz ehrlich gesagt. Also, ich sehe, guckt euch an, die Mitte war leer. Also, wir sind hier am Rand gefahren. Also, daran liegt es nicht.
Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Airdrop, dann vielleicht haben wir da auch noch was Schönes drin, ne? Weil da hinten ist zwar einer, aber den jage ich jetzt nicht hinterher. Auch wenn die ziemlich auf Valhalla an Rarität gefunden haben wieder. Keine Ahnung warum, ob das so von einer Mod eingestellt ist. Das sind seltener. Ja, okay, hier fliege ich mal raus. Das muss ich jetzt nicht haben. Ein Schneesturm. Was haben wir denn da? Ein T-Rex, ne? Und Volrinos. So einen möchte ich ja auch unbedingt noch haben. Ein T-Rex Level 12. Ach, ich drücke jedes Mal Escape. Die kommen. Ja, da kommt ein blöder Panther hinterher. Also Jaguar. Katze, wie auch immer. Ja, nee, wir halten uns mal raus. Hier könnte auch die neue Peaches sein, ne? Sieht fast ähnlich aus. Hat einen weißen Streifen. Aber Level 8, genau. Nie und nimmer. Nein, also die beiden werde ich auf jeden Fall. Charlene und Peaches werden erschaffen. Die werden nicht neu getamed. Die gehören zu uns. Punkt. Basta. Ende aus. Ist mir auch egal, denn ist das hier ein bisschen verfälscht. Wäre es nicht, würde ich sie runterladen können. Somit ist mir das auch egal. So, Airdrop ist grün, ne? Und wer weiß, wie weit noch weg. Oh, oh, wir müssen einmal landen. Oh, oh, da hinten läuft irgendwas. Was beißt. Da ist eine Raptor. So, und ab geht's. Und aufwärts. Ist ein blauer. Mit blau hatten wir eigentlich immer viel Glück. Ich hoffe mal, haben wir jetzt auch immer noch. Ja, sieht doch ganz nett aus. Zement, Holzkohle, 2 Benzin, Anglergel, eine dickflüssige Substanz, die eine Flamme für eine beachtliche Zeit am Brennen hält. Das ist ja cool. Und Öl. Also wie ihr seht, es können alle Waffen droppen, es kann alles mögliche da drinnen droppen in den Airdrops wieder natürlich und die Anzahl variiert auch. Warum leckt das hier an der Stelle immer? Ja, weil hier dieser Fake. Wo wir hier gerade sind, kann ich euch diesen Fake-Kram mal zeigen hier. Wie versteckt das Arc-Pult ist. Ja, okay, hier leckt es einfach. Ich kann nichts dagegen machen, also. Ich habe schon nichts laufen extra im Hintergrund, außer die Musik. Bin extra schon zu einem Programm zum Aufnehmen nur gewechselt, wo ich immer die Stimme und Spielaufnahme zugleich habe. Ja, von OBS bin ich wieder weggegangen, denn. Im Nachhinein habe ich ja gesehen, wie doll das geruckelt hat. Also hier ruckelt es zwar jetzt auch gerade, aber es liegt einfach daran, dass ich hier auch wirklich nur 10 FPS gerade habe. Keine Ahnung warum. Dafür, wenn ich jetzt hier mit 30 fliege, dann sehe ich das auch. Es sind 30 Bilder, es werden 30 Bilder auch aufgenommen. Nicht so wie ich das bei OBS hatte. Die Aufnahme sah flüssig aus und ja, das Endresultat habt ihr nun auch gesehen. Also das kann es ja keinem antun. Für OBS ist mein CPU einfach deutlich zu schlecht, also. Ja,
Der Airdrop da hinten lockt mich ja tierisch, ne? Bevor ich euch das andere zeige. Weil das müssen wir suchen, das da nicht. Rüber da. Oh, unsere Insel ist auch ganz schön wieder zugewuchert. Together Insel. So, aber wenn wir eben halt hier 30, 35, das sind dann auch wirklich... Oh, jetzt geht's wieder runter. Und gerade so einer wie ich, ey, ich ärgere mich immer über sowas mega. Und muss mich jetzt voll im Zaun halten. Naja, wir haben es ja gleich geschafft. Vielleicht hört es gleich wieder auf. Vielleicht kommen wir gleich wieder in eine Zone, wo wir ein paar FPS mehr kriegen. Ja, hier kriegen wir wieder 35. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf, bergab, bergauf, bergab. Ja, und der Airdrop ist weg. Scheiße. Ah, sowas ist nervig. Sowas ist mega nervig. Naja, aber wir haben schon bessere hingekriegt. Also von daher, das war noch human gerade, was wir erlebt haben. Denn wenn ich so an manche anderen Folgen denke, wo wir die gejagt haben, noch im Standard. Auf der alten Map, oh Gott, rangeflogen und dann kurz vorm Öffnen, Buff weg. So, wir fliegen mal hier ein bisschen am Rand. Ich glaube aber nicht, dass sich das bessern wird. Ich weiß nicht, warum hier die FPS so einbrechen. Irgendwas muss reingerendert werden, was meinen Rechner so krass in die Knie zwingt. Ich sage ja, ist schon gammelig das Teil, was ich habe, aber so ultra gammelig eigentlich auch nicht. So, und das Teil, was ich suche, müsste hier jetzt sein. Bronto. Hier irgendwo muss das Teil jetzt sein. Wir fliegen mal. Schau mal. Ich glaube, die war Anhaltspunkt, ne? Das müsste hier irgendwo sein. Ja, da ist es auch schon. So, hier, grün auf grün. Herrlich, wa? Das ist mal schlau geregelt. So, ich würde euch das gerne demonstrieren, aber das Problem ist, da habt ihr das Problem einmal eben gesehen. Jetzt können wir den Terminal öffnen. Ja, wir können nur was beschwören. Normalerweise können wir hier auf Arkdaten übertragen drücken und dann wären hier die Gegenstände. Und wie ihr seht, können wir nur Kreaturendaten hochladen. Oder eben halt Charakter. Tja, leider nichts anderes. Keine Ahnung warum. Damit du vielleicht von Valhalla den ganzen Krempel wieder mitnehmen kannst. Aber ich weiß nicht. Ja gut, ich weiß nicht, ob es noch geilere Maps gibt. Keine Ahnung. Kann natürlich auch sein. So, wir wollten darüber. Dann ruckeln wir mal rüber. So, dann haben wir das aber auch gleich geschafft. Dann nehmen wir entweder ein bisschen Eisen mit oder wir gucken. Wir haben auch keine Bank hier stehen oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, dafür brauchst du auch noch Roheisen. Ich weiß gar nicht, ob wir das haben. Ach Mensch, das sind wieder die guten alten Zeiten hier. So, da unten haben wir hätten wir einen Mammut, aber es ist nicht unseres. Fred ist... Ich glaube Alphas. Jetzt ist gut. Mann. Ich glaube, welche Schränke waren denn unsere? Der hier war unser.
Der vordere war auch unser. Ich glaube, der hintere nicht. Ich glaube, nur der hier. So, dann schauen wir doch mal. Obsidian. Metall. Hätten wir. Ja, dann müssen wir... Alter. Geh weg. Ich knall dich ab. Ah, hier haben wir doch eine. Aber das ist nicht unsere. Ich hätte keine Fachmännische. Ah, das ist mein Schrank. Dachte ich. Also das ist meiner. Ich nehme die jetzt einfach mit. Ganz einfach. Sonst dauert das hier eh alles zu lange. Und das wollte ich euch nicht antun. Wir wollten ja ein bisschen vorankommen. Und nicht hier mit einer blöden Sichel uns aufhalten. Weil wir müssen auch gleich schon wieder essen. Dann können wir uns damit nämlich aufhalten. Wir könnten dann mal mit Apex nebenbei ein bisschen was wegfressen hier, ne? Ja, toll. Ruckel dir mal einen ab hier dabei. Ich will doch nicht nur Dodos töten. Wie langweilig ist das denn? Da haben wir schon Besseres. Das wollte ich auch nicht drücken, aber egal. Oh Gott, ey, Standbild hier lässt grüßen. Okay, das hat... es gibt Ecken, da läuft es richtig gut und es gibt Ecken, da läuft es mega schlecht. Keine Ahnung. Weil jetzt haben wir wieder 40 FPS, also ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch kein... Meister da drin, woran das liegen könnte. Wenn es manchmal ruckelt, tut es mir wirklich leid. Also ich möchte euch am liebsten was Besseres abliefern. So, jetzt hier stirb. Los, wir haben Hunger. Nur 7 Fleisch. Haben wir hier noch irgendwas drin, was Großes? Ja, hier. 2 Pferde. Ne, 1. So, hier. Hat aber noch einen blöden Raptor zwischen. Und nicht nur ein. Alter, du Penner. Unsere Beute. Aber sowas von meine Beute hier. Unseres. Beziehungsweise Apex-Beute. Das kann ja aber nicht wahr sein. Blöder Raptor. Ja, dann großen. Ja, dann machen wir eine Pause, Apex. Den musst du aber noch. Denn du frisst auch 10 gerade. So, hier pflanzen wir uns kurz hin und machen eine Pause. Und fliegen weiter. Oh, das finde ich ja auch immer ultra geil, das Ding. Deswegen wollte ich auch die Together Base damit haben, denn wenn wir die Sichtweite hochstellen, können wir genau hier rauf gucken.
ist schon mega Ausblick. Da hinten mit der Insel in der Luft, da vorne die Together-Insel. Mega gut. So, wir gucken mal auf die Karte. Wir müssen uns ein bisschen... Oh, nö, nö, ist alles in Ordnung bis jetzt. Wie wir uns halten. Oh, da haben wir mal ein bisschen... Was bist du denn? Gezeter? Nein. Das sind auch diese Akrohühner, ey.